Name your game. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren wunderbaren Part des wunderbaren Switch Games. 51 Worldwide Games. Und heute wird's sehr, sehr spannend, koordinativ spannend, denn wir spielen ein Spiel, das wirklich jeder von euch kennt. Und dieses Spiel ist Pfeile werfen mit Präzision. Das ist Dart. Hallo. Stell dir vor, ich wäre nicht hier. Vielleicht hilft das. Schöne Vorstellung. Eigentlich habe ich das hier voll drauf. Eigentlich? Oder nicht? Normalerweise bin ich viel besser. Ja, ja. Vielleicht sind die Pfeile nicht in Ordnung. Lass mich mal probieren. Teste doch mal. Wirf möglichst geradeaus. Klingt logisch. Probier's. Ziel genau auf die Mitte. So, vielleicht? Ja. Ui, ins Bullseye. Die Pfeile sind einwandfrei. Meine Tipps waren aber auch wichtig. Ja, ja. Tja, wer nicht spielen kann, wird Trainer. Ärger dich nicht, mein Freund. Spielen wir Dart. Wir spielen Count-Up, das Einfachste. Also der die meisten Punkte erzielt hat, gewonnen. Und wir starten mit der CPU normal. Okay. Wie muss ich das jetzt halten? Okay, wir probieren's. Also zur Erklärung, die kleinen Felder außen verdoppeln den Wert, den ihr oben seht, und die in der Mitte verdreifachen den. Und genau das habe ich jetzt probiert, Triple 20 zu treffen. Gelang mir noch nicht. Hier dreimal den normalen 20er. Sind schon mal 60 Punkte. Er trifft gut. Und er ist auf 70. Das war nicht so toll. Vielleicht jetzt die Triple 20? Nein, eine 1. Das kann ja jetzt was werden hier. Gut, er trifft nicht gut. Hätte ich das doch nicht gesagt. Knapp. Wir brauchen dieses rote Feld beim 20er. Und jetzt haben wir es. Perfekt. Mal gucken, was er jetzt macht. 3x17. 20 ist er noch vorne, beziehungsweise 19. Eine 20. War das knapp schon wieder. So, 60. Naja. Er trifft nicht gut. Jetzt sind wir nur noch 7 hinten. Ich versuch's mal in die Mitte. Einfach so. Nur eine 5. Eine 3. Jetzt muss ich was anderes machen. 20. Als ob ich jetzt gegen die einfachste CPU verliere. Wieder 7 Vorsprung. 20. Dreimal 20 ist 60. Gut. Besser. Am besten. Und jetzt habe ich den Lead. Sehr knapp. Ja. Und wieder. Aber nur den dreifachen Einser, das hatte ich ein bisschen übersehen. Jetzt hat er gut getroffen. Bin aber vorne.
Und wenn es jetzt nicht allzu schwach wird, dann sollte hier der Sieg drinne sein. Ja, perfekt. 100 Punkte. Jetzt wird das schwer einzuholen sein und so ist es. Das ist der Sieg gegen die CPU normal. Wir gucken uns gleich die nächste CPU an. Das eigene Spielmaterial, die Wurfpfeile gewöhnt zu sein, spielt natürlich eine Rolle. Gute Spieler treten deshalb natürlich nur mit ihren eigenen Pfeilen an. Aber ihr wisst, beim Fußball geht das auch nicht. So, und jetzt ist das die CPU schwer. Schöne Barmusik. Oh, das war aber schlecht. Das war wiederum gut. Und das ging. Hab's noch herausgerissen mit dem zweiten Wurf. Oh, der trifft schön. Aber wir haben den Lead. Nein! Knapp. Das war sehr schön. Das muss er mir erstmal nachmachen. 43. Momentan sieht's gut aus. Wow. Und wieder. Und jetzt glaube ich, den Dreh raus zu haben. 140 Punkte. Das Maximale in der Runde sind 3 perfekte Darts auf den Triple 20er. Das wären 180 mögliche Punkte. Wow. Wow, jetzt vielleicht. Komm, es wäre so schön. Und ich hab's geschafft. 180. Und ich traue mich jetzt schon sagen, dass ich das Spiel gewonnen habe. Wir werden aber weiterhin konzentriert bleiben. Jawohl. Jetzt geht's ab hier. Wieder 140. Na, jetzt zieht er nach. Aber das ist zu schwach. Und wieder. Nein. Dreimal die 1. 64 nur. Oh, jetzt trifft er. Schöne Hits. Jawoll. Auch nicht schlecht. Ja, und er hat ja nicht mal die Hälfte von mir. Da tut er mir schon etwas leid. Jawollo. Und wieder vielleicht noch ein perfektes Game. Nein. Ah, 926 Punkte, das ist schon krass. Gegen 87, 926 zu 522. Das ist der ganz klare Sieg. Gegen die CPU schwer. Und wir machen direkt weiter. Und das wird sein die CPU Brillanz. Die wird bestimmt schwerer zu schlagen sein, das kann ich euch jetzt schon sagen. Oh, schöner Wurf gleich zu Beginn. Knapp. Und
wieder 140 Punkte. Wichtig. Was? Wie trifft der? Das kann Spannung versprechen. Sehr knapp. Schön gemacht. Und wieder. So kann's weitergehen, Leute. Oh, zweimal gleich. Er ist aber auch sehr gut. Super. Und wieder. Und jetzt kann es ein perfektes Spiel werden, Leute. Und nein, es läuft nicht immer perfekt. Jetzt wäre es gut, wenn wir unseren Vorsprung ausbauen. Das war schon mal toll. Sehr knapp. Jawohl. 560 Punkte. Alter Schwede. Gut gemacht von ihm. Er kommt nochmal. Ja. Und jetzt kommt das perfekte Spiel. Es kommt 180. Besser geht's nicht. Aber er ist auch gut. So weit ist er gar nicht hinten. 20 nur. Jawollo. Und wieder. Knack ich noch die 1000, das wäre wunderschön. 75 für ihn. Nein! Das war schwach. Aber ich glaube, wir haben gewonnen. Ja. Ja, perfekt. Und über 1000 schon. Das müsste reichen. Auch gegen eine brillante CPU. Die hier auch gut trifft. Das ist der Sieg. 1061 zu 844. Und jetzt, Leute, wird's ernst. Jetzt wird's sehr ernst. Mit der CPU überragend. Let's go. Guter Schuss. Knapp. Ja, gleich zweimal. Oh, er trifft gut. Wow. Das kann ja spannend werden. Sehr gut. Ja, ein perfektes Game. Ja, er trifft auch fantastisch, ne? Er ist fantastisch. Ja. Knapp. Gut. Guter Score bis jetzt. Oh, der rasiert hier. Kannst du nichts sagen. Knapp. Wieder so knapp. Und jetzt ist sehr wichtig. Ah, nicht ganz. Ah, jetzt ist er da.
Bin ich unter Zugzwang? Gut. Knapp. Sehr gut. Ach, ist das spannend. Oh, der trifft. Wie der trifft. Ah, das tut richtig weh, wenn der so gut ist. Gut. Sehr gut, komm. Ist es ein perfektes? Wäre so wichtig. Mal schauen, was er jetzt tut. Ach, so gut. Er ist so stark. Sehr gut, Leute. Dreifach. Nein, das war die Eins. Ja, die war so wichtig, diese Triple 20. Ihr könnt es mir nicht glauben. Oh, er ballert wieder. Wahnsinn, was der raushaut. Sehr gut, wichtig. Ja, das wird's wohl fast gewesen sein. Aber ich konzentriere mich nochmal. Gut, eine 20 ist okay. Was macht ihr jetzt damit? Oh. Das wird nicht reichen. Das ist unser Sieg, obwohl er auch über 1000 schafft. Er ist sehr, sehr gut. Aber wir haben mit 1063 zu 1018 die CPU überragend geschlagen in diesem schönen Koordinationsspiel. Das ist ganz nice. Und somit haben wir diesen Spielmodus Darts gemeistert. Es gibt hier auch noch andere Spielmodi. Klar, dass man runterspielt, wie ihr es kennt, von 501 auf 0. Werde ich jetzt nicht spielen aufgrund des Zeitmangels, aber probiert es gerne aus. Es ist ein Spiel, das sehr, sehr viel Spaß macht. Ich kann nur sagen, danke, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Kommi oder ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.